Es gibt den Tod und es gibt das Sterben. Und Sterben, das ist das, worüber ich was berichten kann. Über den Tod kann ich nichts berichten. Ich sag immer, Ansterben habe ich mal erfunden. Das Wort gibt's nicht. Du übst irgendwas, bis es dann irgendwann mal so weit ist. Das ist, wie ich trainieren gehe, bis ich irgendwann mal den Berg hochkomme. So übe ich das Sterben, bis ich irgendwann mal den Tod kriege. Eigentlich lebe ich viel ehrlicher als vorher. Wenn sich irgendjemand mit mir treffen will und ich habe da keine Lust zu, dann mache ich das nicht mehr. Das Einzige, was ich nicht habe, ist Zeit. Harald sagt das ganz oft, dass ich Sachen viel bewusster erfassen kann. Also, dass man das mir auch richtig ansieht. Das sauge ich so in mir auf. Auch das kann man nicht beschreiben, so wie man dieses Sterben nicht beschreiben kann.